So, Sie sehen jetzt ein paar Highlights, wie ich es versprochen habe, aus verschiedenen Spielen. Hier ein Volley-Duell. Fritz am Netz. Fritz mit einem super Reflex und Falkenmond verschlägt. Um Gottes Willen. Aber gleich der nächste Ballwechsel. Selbes Doppelaufschlag Björn, Return von Falkenmond. Zwirbel auf Fritz und Falkenmond hilft mir aus mit einem Smash, diesmal gelingt er auf Fritz. Fritz Aufschlag, Falkenslice und er typiert mich. Bin ich ziemlich aus dem Gleichgewicht gekommen hier. Aufschlag Tennis Outlet auf Fritz. Schöner Aufschlag. Das Smash aber nicht gut genug und Fritz klärt. Knapp. Aber Falkenmond noch dran. Aufschlag Falkenmond. Jetzt hören. Falkenmond am Netz. Und ein Cross-Topspin-Ball. Der reicht. Es raschelt. Es raschelt leise der Wind. Das ist natürlich nicht der Wind. Es ist ein Müsli-Riegel. Eine Verpackung. Lob. Smash. Falkenmond. Schwarz. Und da ist Falkenmond zu langsam. Wir sind zurück. Während sich Björn ein wenig lustig macht über Falkenmond, der halt ein bisschen das, der Faschingskasperl ist. Aber warum nicht? Schau, Service von unten. Verarscht ein bisschen Fritz, der nicht hinkommt. Oder sein. Ich habe teilweise auch nur mal mit knapp 30% aufgeschlagen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es hier steht. Und wenn der Björn einmal mit 60-50% so durchzieht, Schmatz, Rülps, Schluck. Der Satz geht weiter. Dann hat der Gegner nicht viel auszurichten. In dem Fall Schwarz Stefan. Return war out von Falkenmond. Wobei, zuvor Falkenmond und Stefan Schwarz, mich und Fritz mit 12-10 besiegt haben. Vorzüglich dieser Müsli-Riegel. Schmatze ich absichtlich. Ja. Vielleicht habe ich mir jetzt Appetit gemacht. Absichtlich laut schmatzen. Aber das irritiert Falkenmond. Diese Schmerzerei macht einen Doppelfehler. Nochmal Schmerze. Wieder ein Ausschlag ins Netz. Nochmal ganz laut Schmerz. Und macht wieder einen Doppelfehler. Ich glaube, jetzt sollte ich aufhören zu schmatzen. Wurde in seinen, wenn mich nicht alles täuscht, man munkelt, dass er in der Schule Kata Kalo, Spitzname, genannt wurde, Falkenmond. Ob stimmt, weiß ich nicht. Schöner Return. Stefan Schwarz. Noch ein schöner Return. Federer Vorhand, eine Federer Vorhand von Falkenmond User. Der User, René Falkenmond. Sehr gefährlich, das ist übrigens ein Falkenstop. In der kommt Lights Out. Kommt der Gegner nie wieder hin. Stop. Und der ist out. Björn stand jetzt fast schon an der Bande hinten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es steht. Ich denke mal, dass Falkenmond und Björn vorne sind. Nach dem Spiel drehte ich wieder eine Aktion, da wird die Kamera wieder aufgestellt. Ja, wir lassen ein bisschen durchlaufen. Ein Brennstab. Nein, der war nicht out, der kann nicht out gewesen sein. Dieser Tschernobyl-Brennstab.
das war's. Tschernobyl-Brennstab beendet das Match.